Jo, herzlich willkommen hier bei Mortal Shell. In der letzten Folge haben wir uns hier durch den Schrein der Asche gekämpft, so heißt dieser Tempel übrigens. Wir haben ein paar richtig coole Items aufgenommen und wir stehen jetzt hier vor dem ersten Boss. Also ist nicht dieses komische Behältnis hier, ja. Wenn wir das Ding trinken, kommen wir zum ersten Boss. Der ist richtig, richtig cool. Macht Feuerschaden, hat zwei Phasen, so wie jeder Boss hier im Spiel. Und tja, ich würde sagen, wir schauen ihn uns an. Vorher allerdings, ich möchte mir ein cooles Item noch ausrüsten. Nämlich dieses Teil hier, das Spektralzeichen. Erhöht unseren Schaden, wenn wir im gehärteten Zustand getroffen werden. Können wir eventuell bei ihm gebrauchen. Ich würde sagen, wir legen los. Nehmen wir einen guten Schluck Wodka und dann kommen wir zum Boss. Ziemlich cool gemacht hier, diese Sequenz. Uns richten Helm verbogen, Alkoholvergiftung und jetzt tut uns der Ranzen weh und Feierabend. Nein, natürlich nicht Feierabend. Jetzt kommen wir zum Boss. Ja, wir sehen schon. Ah, jetzt hat er mich gleich erwischt. Das ist natürlich ganz blöd gelaufen. Er kommt direkt auf uns zugerannt, steckt uns im Brand. Und jetzt muss ich gucken, dass ich in den Kampf reinkomme. Imrod, der Reulose. So, wir können uns hier zunutze machen, dass wir mit dem Schwert ja immer mit zwei Schlägen ihn down bekommen. Da haben wir immer ein bisschen Zeit zum Trinken. So, hier die übliche Vorgehensweise: Verhärten. Ne? Aufpassen, dass wir uns nicht hier irgendwie an den Säulen verheddern. Ah, das war jetzt alles ziemlich schlecht. Also in meinem Übungsrun läuft es immer sehr gut, ja. Und wenn ich den aufzeichne, ist es immer ultra schlecht irgendwie, habe ich das Gefühl. Genauso wie bei der Grisha, wo die uns gefressen hat und ich dann Gitarre gespielt habe. So, wir heilen uns wieder auf. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht jetzt wirklich etwas besser in den Kampf reinkommen. So, wir können uns eigentlich immer verhärten. Außer er macht so einen blöden Tritt. Dann tritt er uns jedes Mal aus der Verhärtung raus. Das ist ein bisschen dämlich. Jetzt hat er seinen Angriff abgebrochen. Und wir müssen natürlich immer gucken, dass wir mit der Ausdauer ganz gut hinkommen. Ich nehme nochmal einen Trank. Die erste Phase sollte eigentlich gar kein Problem werden, theoretisch. Jetzt habe ich einen Schlag zu viel gemacht und ich stehe ohne Ausdauer da. Hätte in die Hose gehen können. Aber die erste Phase ist gleich vorbei. Ihr seht auch, wenn wir genug Schaden machen, und das machen wir ja mittlerweile, dann ist er überhaupt kein Problem. Ja, dann ist er so schnell down. So, er fällt um und geht direkt in die zweite Phase. Jetzt nutze ich mal ihn hier, wenn ich schnell genug wegkomme. Und ich verhärte mich. Und jetzt macht er seinen blöden Tritt. Ja, das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Jetzt hat er irgendeinen Anfall. Und ich mache mal was sehr viel Cooleres. Ja, ich mache nämlich jetzt meine Fähigkeit. Und damit hat er nicht gerechnet. Und er tritt uns wieder. Dieser kleine Mistblock. Sind wir beim Fußball oder was? So, nicht zu gierig werden, lieber abgewartet. Und jetzt kriegt er mein Eiszeug zu spüren. Richtig, richtig gierig. Und das Ganze machen wir gleich nochmal. Drei.
frei, Liebe, richtig cool. Und er hat uns dann auch nur getreten zum Abschluss. So, jetzt nimmt er hier so eine Leiche und wirft die. Ne? Da verstecken wir uns hier hinter so ein Teil und da trifft er uns nicht. Danach kommt er auf uns zugestürmt und erwischt uns gleich zweimal. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu gierig werde. Und dass ich mich dann aufheilen kann. Denn viel Zeit gibt er uns nicht. Jetzt. Jetzt macht er wieder seinen Fußballer-Gedöns. Und jetzt geht er down kurz. Ich kann mich aufheilen. Zauberhaft. Wieder zwei Schläge gehen. Er macht seinen Tritt. Und ich mache nochmal meine Fähigkeit. Ihr seht, während ich die Fähigkeit mache, bin ich auch safe. Die Iframes retten mich. Und jetzt werden wir ihnen den Rest geben. Zack, zack. Und noch einmal. So, jetzt fällt er um. Jetzt keine Angst. Ja, das haben die so geil gemacht. Ich finde das so cool. Ja. Man denkt, er steht auf und kämpft weiter, fällt aber tot um. Richtig, richtig cool. Das war Imrod, der Reulose. Wir nehmen hier den Einblick auf und dann kommen wir zurück zur Schwester Genessa. Ja, sehr cool. Richtig cooler Boss. Ich finde alle Bosse hier eigentlich richtig cool gemacht. So, hier könnten wir jetzt unsere Glandula nehmen. Machen wir aber in der nächsten Folge, denn hier gibt es ein paar Sachen zu beachten. Ich nehme mal hier den Heiltrank noch. Hier gibt es ein paar Sachen zu beachten und das zeige ich euch dann. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Das war Imrod. Richtig, richtig cooler Boss. Ich gehe zu Genessa, guck mal, ob ich noch irgendwie vielleicht die eine oder andere Fähigkeit mir erwerben kann. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.